München, das ist meine Stadt. Am liebsten ganz früh am Morgen. Früh aufstehen sollte nicht schwerfallen in meinem Beruf. Ich bin Service-Team-Mitarbeiter der S-Bahn München. Heute beginnt meine Schicht um 6 Uhr, aber manchmal bin ich auch schon um 5 am Start. An anderen Tagen erst mittags um 12. Da ist Flexibilität gefragt, Leute. 820.000 Menschen nutzen jeden Tag unsere Züge. Und wir tragen dazu bei, dass alles rund läuft. Das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe. Bitte an allen Türen zusteigen. Hier an der Betriebsstelle bin ich für die sichere und pünktliche Zugabfertigung verantwortlich. Bei 35 Zügen pro Stunde, da sollte man hellwach sein. Ich passe auf, dass beim Zustieg keine Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden und halte Kontakt zum Triebfahrzeugführer. Über die Lautsprecher machen wir Durchsagen zur An- und Abfahrt und ja, leider auch immer mal zu Verspätungen. Daher habe ich immer auch die Abfahrtszeit im Blick. Verspätungen addieren sich in Sekunden und plötzlich ist eine Verspätung von mehreren Minuten eingefahren. Deshalb müssen wir da manchmal etwas nachlassen. Nicht mehr zusteigen, zurücksteigen. Und natürlich bin ich Ansprechpartner für die Fahrgäste. Zu allen möglichen Themen und nehme auch Fundsachen entgegen. Unglaublich, was so alles liegen bleibt. Bei der Zugabfertigung bin ich auf mich gestellt und nur per Telefon mit der Betriebsleitung verbunden. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Fahrgeldsicherung. Hier arbeiten wir im Team, das ist schon aus Sicherheitsgründen notwendig, macht aber auch Spaß. Die Kollegen sind alle schwer in Ordnung. Wir prüfen im gesamten MVV-Netz, da kommt man rum. Ich jedenfalls kenne jede Haltestelle, ist schön mal rauszukommen. Den meisten Fahrgästen gibt unsere Präsenz im Zug ein gutes Gefühl von Sicherheit. Die freuen sich, dass wir da sind. Aber natürlich ist Fahrgeldsicherung nicht immer angenehm. Ich glaube, ich hab's vergessen. Bei manchen Leuten löst das Stress aus. Meistens lässt sich alles mit ein paar ruhigen Worten regeln. Manchmal muss man aber auch bestimmter vorgehen. Man lernt, mit unterschiedlichen Situationen angemessen umzugehen. Der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Und ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich mag Menschen und helfe gern. Das ist wichtig in meinem Beruf. Man trifft jeden Tag auf die unterschiedlichsten Leute, muss sich auf neue Situationen einstellen. Und manchmal geht eine Schicht besonders schön zu Ende.